Hallöchen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space 1. Ja, wir müssen immer noch die Rig des Captains finden, und hier geht es auch schon weiter. Oh Gott, so darf doch keine Folge anfangen. Oh Gott. Audiolog. Wissenschaftliches Logbuch, Chief Science Officer Dr. Keim. Die Probleme in der Kolonie machen mir große Sorgen. Zweifellos haben sie mit der Entdeckung des Markers zu tun. Aber wie genau das alles zusammenhängt, das hängt noch im Dunkeln. Fast 40% der Kolonisten sind im Wahnsinn verfallen, zu dessen offensichtlichen Symptomen akute Depressionen, Schlaflosigkeit und Halluzinationen zählen. Diverse gewalttätige Ausschreitungen und selbst Mord deuten ebenfalls auf extreme Paranoia hin. Auf Anweisung von Dr. Mercer soll ich einige der Infizierten zu Studienzwecken an Bord bringen. Der planetare Psychiater Dr. Wallant hat berichtet, dass seine eigenen Analysen fruchtlos waren. Ich zögere momentan noch, mich auf Dr. Mercer zu verlassen, aber ich brauche seine Expertise. Wir brauchen Lösungen, und zwar schnell. Ja, ihr braucht Lösungen, und zwar schnell. Das glaube ich auch. Und ich muss hier durch diesen ganzen Mist auch noch durch. Ich muss quasi das ausbaden, was ihr verzapft habt. Scheiße, was ist das für ein Vieh? Weg, 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 weg! Nimm mein Medipack, Isaac! Oh gut, oh gut. Meine Befürchtung... Oh, Rick des Captains. Das war also der Captain. Kleinen Moment, kleine Verschnaufpause. Meine Befürchtung hat sich nicht bestätigt, und zwar dachte ich jetzt, dass es eigentlich so ein Vieh wäre, was man nicht töten kann. Es gibt nämlich auch untötbare Viecher in diesem Spiel, und vor denen habe ich schon jetzt ganz toll Angst. Und ja, diese Flugviecher können anscheinend irgendwie Leichen infizieren oder so, und die werden dann zu solchen Super-Mega-Dingern, was weiß ich. Wir nehmen die Rig des Captains und ein mittleres Medipack. Codes erhalten und sie sehen gut aus. Gott sei Dank. Ich werde mir jetzt die Aufzeichnungen des Captains vornehmen. Gehen Sie zur Monorail-Station. Ich melde mich bei Ihnen. Ich werde herausfinden, was auf diesem Schiff los ist. Hört ihr dieses Flüstern? Krank. Einfach nur krank. Dieses Spiel ist krank. Es macht mich krank. Warum zocke ich es überhaupt? Wieder ein hübscher Textlog hier. Wer ihn lesen will, kann ihn natürlich wieder lesen, indem er den Pause-Knopf drückt. Ist aber ein ganz schön langer Textlog hier. Oh Mann, wie oft denn? Der geht aber ganz schön weit runter. Und sowas soll ich vorlesen? Haha, von wegen. Ja, lest ihn euch durch, wenn ihr wollt. Und schreibt mir als Kurzform in die Kommentare, worum es ging. Nein. Mir ist das einfach zu viel zum Lesen, deswegen. Wir können ja jetzt quasi hier rein, dieser Mega-Nekromorph hat uns ja die Scheibe eingeschlagen. Wir nehmen dieses Medipack und wir heilen uns auch mal. Und einen Energieknoten. Wunderbar. Und ja, wir gehen natürlich auch weiter. Wieder in den Fahrstuhl, falls wir überhaupt dahin müssen. Ja, wir müssen nach oben. Und das machen wir natürlich auch mal. So, das sieht vorerst relativ sicher aus. Wir gucken mal, was unsere nächste Aufgabe ist. Wir müssen zum Maschinendeck.
Die Infektion ist also auf dem Planeten ausgebrochen und hat sich dann irgendwie auf dem Schiff ausgebreitet. Und diese Kreaturen kamen aus dem Inneren des Planeten. Es ist fast zu absurd, um es zu glauben. Hammond braucht mich jetzt auf dem Maschinendeck, um die Umlaufbahn des Schiffes zu korrigieren. Als ob es noch schlimmer kommen könnte. Du hast ja keine Ahnung, Isaac. Du hast ja keine Ahnung. Ah, wir sind jetzt quasi wieder hier in diesem Doktorraum, sag ich mal. Wir müssen jetzt durch diese Tür durch. Quasi, wo wir hergekommen sind vorhin. Wir müssen unbedingt noch mehr den Schaden unseres Plasma-Cutters erhöhen. Sonst wird das nichts. Und ja. Die Geräusche hier, die machen einen auch einfach nur wahnsinnig. Isaac, würdest du bitte die Tür öffnen? Dankeschön. Isaac! Einer von denen hat es irgendwie runter ins Cockpit des Captains geschafft. Aber ich konnte ihn in einer defekten Rettungskapsel einsperren. Ich hebe jetzt die Abschottung auf. Da sind die Deckprotokolle. Was auch immer hier passiert, es kam aus dem Planeten, als sie die ersten Stollen wurden. Es verbreitete sich in der Kolonie und erreichte dann das Schiff. Das ist keine Infektion. Das ist eine außerirdische Lebensform. Scheiße, wir haben noch ein anderes Problem. Die Schiffsantriebe sind offline und unser Orbit zerfällt. Gehen Sie rüber zum Maschinendeck. Ich bleib hier und versuche rauszufinden, wo das Problem ist. Ja, mach das. Bleib du nur in Sicherheit und schick mich an die gefährlichen Orte. Öffne die Tür und wir gehen zum Maschinendeck. Dort liegt etwas, und zwar ein bisschen Munition für unseren Plasma-Cutter. Hier war auch ein Shop in der Nähe, genau. Den werden wir jetzt auch mal besuchen. Wir gucken mal, was wir gerade so im Inventar haben. Die Halbplatine Gold, die können wir ja verkaufen. Das Stasepack können wir auch verkaufen. Strahlmunition haben wir 4-mal, können wir auch verkaufen. Brauchen wir nicht, weil wir die Strahlenkanonen noch nicht haben. Ein bisschen Plasma-Energie können wir auch verkaufen. Und ja, auch ein bisschen Brennstoff für den Flammenwerfer. Im Safe haben wir momentan nichts. Wir holen uns aber mal auf jeden Fall 2 Energieknoten. Dann haben wir zwar wieder sehr wenig Geld, aber ich will unbedingt bei der nächsten Werkbank mal den Schaden unseres Plasma-Cutters erhöhen. Und wir speichern hier natürlich auch wieder. So. Ich weiß jetzt nicht, ob Kapitel 2 schon beendet ist. Ich glaube es nicht. Weil es jetzt quasi wieder auf den Rückweg geht. Doch, wir müssen in die Monorail. Dann machen wir das mal. Rein in die Monorail. Kapitel 2. Intensivstation. Abgeschlossen. Ja, na klar. Speichern wir unseren Fortschritt. Wären wir ja doof, wenn wir das nicht machen würden. Kapitel 3. Kurskorrektur. Sammeln Sie Erste-Hilfe-Pakete zur Erhöhung der Gesundheitsanzeige. Ja, Leute, wir sind ja jetzt ungefähr bei 10 Minuten und deshalb würde ich sagen, dass wir diese Folge hier auch beenden. Wir haben soeben Kapitel 2 abgeschlossen, sind jetzt in Kapitel 3
Und wie es hier in Kapitel 3 weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge von Let's Play Dead Space 1. Bis dahin, ciao.